Begeisterte Fußballfans oder gefährliche Rechtsradikale, wohl keine der beiden Bezeichnungen trifft auf das bunt zusammengewürfelte Häufchen Wiener Jugendlicher. An raue Umgangstöne gewöhnt, sind sie besonders zugänglich für Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit, die von Rechtsradikalen bewusst geschürt werden. Hickersberger? Harte Attacken auch von Seiten der Grazer. Man spürt hier in jeder Aktion, wie viel auf dem Spiel steht. Es war ein Foul von Panenka, das wir gesehen haben. Jetzt Kegelwitz. Kegelwitz, der sich immer wieder sehr viel Raum verschafft. Panenka, Panenka, Saria, Kegelwitz und Tor. 1:0 für Rapid. In der 38. Minute Torschütze Christian Kegelwitz. Wir sehen es hier noch einmal. Panenka, ein harter Schuss. Saria hat Mühe. Kegelwitz ist da. Und ins kurze Eck. Dabei pendelt noch hinter die Linie. 1:0 also für Rapid nach 38 Minuten. Das sind auf einmal Aufkleber halt im Anhang herumgekommen. Ausländer raus und so. Da haben sie gedacht, ja, Leihwand, ich meine, die können sowieso raus, gehen wir einmal dorthin und so. Das waren wir einmal dort ein paar. Und dann haben wir die anderen, haben das den anderen gesagt. Die sind auch mitgegangen, ja, Leihwand, gibt es ein paar Höhe dort und so. So Kanaken hinhauen, was ich. Halt, das haben wir sowieso nie gemacht. Und die, halt, die Gruppen hat das sowieso halt auch nicht gemacht, außer sagen wir, wir waren uns welche begegnet sind und die haben uns angefeuert und gut, haben wir es auch niedergemacht. Rapid verlegt sich immer mehr aufs Kontern. Gröss, Kraus, Tor. 2:0 für Rapid, völlig überraschend. In der dritten Minute der zweiten Spielhälfte, nach 48 Minuten, also 0:2 in Liebenau. Hier haben wir die Szene noch einmal. Gröss spielt geschickt auf für Kraus und der schiebt den Ball an Saria vorbei zum 2:0 für Rapid ins Tor. Immer nicht, von uns putzt keiner heiß, kommt das, ja. Aber wenn die Trotteln draußen sind, ja, dann hätte bestimmt von jeder uns eine Arbeit, das, ey. Ja, einfache Lösungen und Losungen werden von den Jugendlichen, die meist am sozialen Rand der Gesellschaft leben, gerne aufgenommen. Nach außen hin geben sich die Rapid-Fans selbstbewusst stark und überlegen. Brutalität scheint ein wesentlicher Bestandteil ihrer Gemeinsamkeit zu sein. Terror, Schlägereien mit der Polizei und Prahlerei überspielen aber oft nur die Unsicherheit und Beklemmung der eigenen Situation. Nächste Mal. Man spürt in vielen Aktionen die Nervosität bei den Grazern. Weber. Hickersberger, er spielt heute sehr dynamisch. Hat hier Glück, bleibt am Ball und Foul von Schaus. Foul von Schaus an Hickersberger. Eindeutig wurde Hickersberger an der Hand gehalten. Das gibt Elfmeter. Krankl. Saria hält als Kegelwitz und Tor. Im Nachschuss Christian Kegelwitz. Auf 3:1 für Rapid. Hier der Torschütze Christian Kegelwitz. Noch einmal diese Szene. Krankl, Saria, errät das Eck. Hält diesen scharfen Schuss, aber dann kommt Kegelwitz. Hier ist er. Und 3:1 für Rapid. Nächste Mal. Der aus Szene dieser Fanclub. Wo echt Leute dabei sind, die was genug schon miterlebt haben, die was in einem Heim waren oder man, wo die Eltern geschieden sind, wo die Eltern da trafen, da vorne angesoffen heimkommen, und da so tanzt man und am Fußballplatz reagiert sie dann aus praktisch. Ja. Und ist das gut?
Wenn es gut, dann sicher gut. Wenn sie die ganze Woche unterdrückt wissen, dann kannst du ja mehr am Wochenende ablassen. Vor 4 oder 5 Jahren, immer mit 20, ich meine, da war ich echt noch nicht dabei, vor 2 Jahren auswärts. Da waren 20 Leute auswärts und haben die halt die Panier gekriegt. Und jetzt sind halt wir mehr, jetzt kriegen halt die Panier. Und man, und die Bauern, die arbeiten die ganze Woche, man, die haben schon eine ordentliche Kraft. Und wenn sie gut sind, dann können sie sich stören gegen uns. Ja. Dann sind es halt die Bauern, sie müssen mit den Miesern auswärts 100 und die im Stadion sind, sagen wir, 7000 Zuschauer. Jetzt sind da 600.000 oder halt 6000 und 900 Leute und man von den 900 Leuten raffen, was ich, 500 noch mit, das sind 6400, man, da hätten sie leichter Chance. Aber trauen dann sie sich nicht. Aber ihr halt schon zusammen, ne? Sicher halt nicht. Ja, warum halt ihr zusammen? Ja, weil sonst war es ja kein Fanclub. Ja? Das ist genau, wenn ich einen Freund habe und der Freund sagt, und ich raff, was ich gegen 3 Leute und der Freund steht daneben und schaut mir zu. Und sagt er, nachher, gut hast du es gemacht. Werdet ihr in 20 Jahren noch zusammenhalten? Nein, in 20 Jahren sicher nicht mehr, weil in 20 Jahren sind wir alle... Ich meine, hast du in 20 Jahren noch Brüder oder nicht? Ja, kann auch nur, ne? Sind wir nicht fest. Ja, wenn ich einen Freund habe, dann komme ich jetzt noch nicht in 20 Jahren noch Brüder. Sicher Freund. Aber in 20 Jahren sind wir mindestens... Wir haben 25 Fanclub-Mitglieder. Sie 20 verheiratet und haben Kinder. Und die anderen, was sie, die besten sie nicht, die gingen von Heben aus und gingen in 2 Wochen später wieder rein. Aber auch Rapid wirkt selbstbewusst, das ist Panenka. Der tschechoslowakische Internationale Rapid versucht natürlich in den ersten Minuten zu verzögern. Weber. Pregesbauer, Gröss, wieder Pregesbauer und eine Möglichkeit für Hans Krankl. Rapid vorsichtig, aber doch sehr selbstbewusst. Warum hast du eigentlich Terrorszene? Ja, er ist der Schwarführer. Ja, nicht? Jetzt der Redner. Ich meine, ich mach dich gern richtig los, ich am Reden, der freut sich. Warum hast du von mir? Ja, wenn wir Terror machen. Das ist so. Ja, was heißt Terror? Na, Terror heißt, auf die Bull draufhauen, auf die Leute draufhauen, wenn sie sich stören. Wenn man sich Leute nicht stören, haben wir meistens eh nicht drauf. Wir fahren, der was nicht sagt, gut, ich will mit dir raffen, was brauche ich denn hier haben? Dann kann ich gleich einfach Holzpuppen hier haben. Das ist unsere Materie-Szene. Das heißt, klar, wenn es notwendig ist, dann ist es notwendig. Habt ihr so besondere Gegner jetzt? Ja, Austrianer, Bauern, Bullen. Kegelwitz. Die letzten 2 Spielminuten. Rapid führt mit 3:1. Kraus bleibt am Ball. Noch immer Kraus. Und Tor. 4:1 für Rapid. Kurz vor dem Schlusspfiff. Das ist die Entscheidung in Graz-Liebenau. Noch einmal dieses 4. Tor. Kraus bleibt bei diesem Pressball-Dribbling am Ball und verwandelt zum 4:1. Rapid gewinnt also mit 4:1. Hey, Mädchen! Auffälliges Verhalten und brutale Ausschreitungen auf den Fußballplätzen sind für die heimische Presse oft nur oberflächliche Schlagzeilen wert. Gerade das aber treibt manche Fanclub-Mitglieder wirklich in die Hände geschickter, rechtsradikaler Aufwiegler. Das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, heißt auch für die Rapid-Fans, eine Elite darzustellen. Terror! Wir wollen nur mehr Terror haben! Terror!
Länderspiele, Europacup, das sind die Feiertage des internationalen Fußballs. Aber die allwöchentliche Punktejagd ist das tägliche Brot. In Eisenstadt gastiert Rapid, die anhängerstarke Truppe aus Hütteldorf. Rapid, wir sind jetzt am Ball. Hans Krankl führt den Ball. Wir werden sehen, es steht 0:0. Stangenschuss von Christian Keglewitz, dem Ex-Eisenstädter bei Rapid. Sein Spiel wird vom Eisenstädter Publikum besonders kritisch beobachtet. Star der Wiener ist Hans Krankl, der seit seiner Heimkehr aus Barcelona die Rapid-Fans neu motiviert hat. Das sind die Sekunden, in denen das Torgebälk der Eisenstädter sie vor einem Treffer bewahrt. Dann aber hat auch Rapidskeeper Herbert Feurer alle Hände voll zu tun. Solotänzer Hans Krankl. Es nützt alles nichts, man trennt sich torlos. Ein wertvoller Punkt für das abstiegsgefährdete Eisenstadt und dessen Trainer Günther Kaltenbrunner. Wie kommt man eigentlich zu der Szene? Der Fanclub ist vor 2 Jahren gegründet worden mit 10 Mitgliedern und dann haben wir sie. Na, 10 von Number One auch noch. Da haben wir das alle auf. 4 haben wir. Mit vier Fanclub-Mitgliedern ist der Fanclub aufgemacht worden und dann haben wir sie die Leute. Halt die, was aufgefallen sind, halt am Spielplatz, so unter der Woche, man, die was asozial herumgerannt sind, die sind dann halt aufgenommen worden, die was Aktionen geliefert haben, die sind aufgenommen worden. Und man, im Stadion wird jeder von den anderen Leuten 5-6 Mal gefragt, ob er dazugekommen ist, aber wir nehmen keine Leute mehr auf. Weil 25 Leute genügen bei einem Fanclub. Ja, weil du sagst asozial, was heißt das jetzt? Ja, normal hast du asozial, dass er sich in die Gesellschaft nicht einschließen kann. Sind sie auch so? Nein, irgendwie am Samstag, am Spiel, da sind wir alle auch so. Das sind alle, das ist, der aus Zinevue, man, wir haben einen Namen in den Fanblock und so in Wien, und so für die Punks und so für Motorradgruppen und so, haben wir alle einen Namen. Aber so, man, sieht. Nach einem neuerlichen Intermezzo beim Königlichen Fußballclub in Barcelona kehrt der verlorene Sohn schließlich im Jänner 1981 zu seinem Stammverein zurück. Und auch die Fortsetzung der Liebesgeschichte in Grün-Weiß verläuft erfolgreich. Krankl wird einmal Torschützenkönig, zweimal Meister, dreimal Cupsieger und erreicht 1985 das Finale im Europapokal der Pokalsieger. Auch angesichts dieser Erfolge bleibt der Goleador bescheiden und ein echter Wiener. Wenn ich sage, Geld bedeutet mir nichts, dann werden alle sagen, der liegt oder der... Es ist ein Trottel und ich meine, man kann auch nicht sagen, man kann auch nicht behaupten, Geld bedeutet mir nichts, denn ich habe eine Familie, ich muss meine Familie ernähren, ich muss Geld verdienen, ich will Geld verdienen, ich verdiene auch mehr Geld wie andere Arbeiter, dadurch muss ich auch mehr leisten und dadurch braucht man das Geld, aber wie gesagt, es ist sehr schön, dass ich das Geld, dass ich viel Geld verdiene, dass ich das Geld habe, aber würde ich dieses Geld nicht haben, na, dann wäre ich eben ein Arbeiter und wäre genauso glücklich. Die Familie als Ursprung seines Erfolgs. Sie, das ist so asozial, ich bin das Leiber. Hörst du nicht schon, wie die Ordnung ist? Was tippt euch aus? Und saufen. So asoziale Ordnung, so bunte Stiefel, asoziale Hosen. Fenkerbleibe, ich meine, das ist Leiber. Warum bunte Hosen? Hä? Warum bunte Hosen? Ich meine, das finde ich Leiber. Warum? Das ist halt asozial aus. Ich habe mir aufgezeigt, der bunte Hosen. Was tippt euch an? Ja, ehrlich. Ha? Was denkt ihr an? Der Hose spielt das Spiel. Nein, ich meine, das finde ich echt so urleibend und das und das Trinken und das und da ist alles leibend und das immer. Aggressiver, dynamischer, aber stur. Akkurat. Kopfball
von Jürtin. Breber, gute Möglichkeit. Bakota hat diese Chance mit dem Kopfball. Erste große Möglichkeit in diesem Spiel. Aber Sturm drängt weiter. Pichler, er ist auf Kranke angesetzt, findet aber auch Zeit, in den Angriff vorzugehen. Und Stendal fällt hier, er reklamiert 11 Meter. Aber Schiedsrichter Linnemeier lässt weiterspielen. Ich meine, heute war es der Polizei, der Spektor fängt an, sie kriegen eine Anzeige. Na, gehen Sie aber eine Anzeige, hab ich gesagt. Ja, aber Sie können es eh nicht anzeigen. Zahle ich eh noch mehr Mutter. Zahle ich noch mehr Mutter. Ich meine, ich zahle doch nicht. Ich meine, das ist nicht so hoch. Weil wir wollen mal Terror haben. Terror, Terror, Terror. Steiner. Breber. Rapidabwehr steht sehr gut gestaffelt, glänzend organisiert von Weber. Bakota und Fall. Sehr dramatisch diese Anfangsminuten. Und Reckersturm, die überlegene Mannschaft. Hier fällt Breber nach einer möglicherweise unfairen Attacke von Bregesbau, aber das Spiel geht weiter. Freistoß, Pichler und einiges Glück für Torhüter Feurer. Ja, jetzt kommt Rapid doch immer mehr in Bedrängnis. Habt ihr wirklich mit der Polizei gehabt? Ja, das ist schon. Aber warum? Ja, erst mal wir angesehen, hat es zugesehen, wir haben sie deppert verhalten. Und na, was hat's gemacht unten? Naja, wir haben herumgespuckt und deppert herumgeschrien, Wurf geschossen und so. Auf die Polizei so herumgeschossen, halt Leichterketten, aber die Leichterketten, das brauchen eh nur die Lutscher. Was sie? Halt, die was sie wichtig machen, wenn die was so nicht raufgehen, die was sich freuen, wenn da eine grüne Leichterkette in die Hälfte liegt. Ja. Das haben sie halt auf die Polizisten geschossen. Ja, dann sind die Polizisten halt auch aggressiv geworden und haben halt mit den Gummiknüppeln hingehauen und dann haben wir müssen zurückhauen. Na, wart ihr schuld, dass der weggegeben hat? Na, sicher waren wir schuld, aber man, wenn eine Meisterschaft 2 ist, dann muss die Polizei mit sowas rechnen. Ja, und dieses Tor irritiert die Grazer doch einigermaßen. Gröss, noch eine große Möglichkeit, vergeben von Gröss. Aber Sturm kommt immer wieder. Stendal und Jürgen. Wer hier bereit gewesen? 0:1 also zur Pause. Und nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Sturm hat ausgetauscht. Pfleger jetzt anstelle von Kulmer. Hier ist der Pfleger. Guter Haken. Und die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel. Mann, wenn die Kieber eine Zielkarte hätten, so am Anfang haben sie haben müssen. Das ist klar. Aber wenn sie nicht weitergemacht hätten, hätten sie mich auch ruhig behalten. Aber sie haben dann weitergemacht, darum haben wir auch weitergemacht. Und dann, Ende der ersten Spielhälfte, haben sie aufgekehrt. Und dann haben wir auch aufgekehrt. Was? Zum Raufen mit den Kieber. Ein Tag später ist bei euch in der Zeitung gestanden, dass die Terrorszene Eisenstadt verunsichert hat. Es hat überhaupt keine Rapperei gegeben mit Bullen oder anderen Passanten oder irgendwas. Wir mögen die Bullen gerade. Das heißt nur Terrorszene hier. So sagen wir wieder auch nicht. Bewusstes, männlichkeitsorientiertes Verhalten, Prügeleien und Stärkebeweise lassen Frauen von vornherein nur wenige Chancen, gleichberechtigte Mitglieder oder Partner zu sein. Mädchen sind auch für die Burschen in der Terrorszene nur Begleiterscheinung und Aufputz. Ja, und jetzt wird es für Sturm schon sehr schwer. Pfleger?
Verteidiger, Feld und Schiedsrichter Linnemeier entscheidet auf Elfmeter. Schiedsrichter Linnemeier entscheidet in dieser Situation auf Elfmeter. Also eine wirklich sehr umstrittene Entscheidung. Schauen wir uns das aber noch einmal an. Pfleger, das ist die Attacke von Bregesbauer. Und dann Gaga. Elfmeter und Bakota stellt auf 1:2. Jetzt wieder bessere Chancen für Sturm. Vielleicht wird diese Aufholjagd noch belohnt. In der 50. Minute also 1:2. Was mir noch auffällt, so nebenbei, ist, dass bei euch so, dass ihr eigentlich auch, wenn man so will, ein Burenverein seid. Ne? Das sind bei euch Mädchen auch dabei? Nein. Ja, das sitzt einmal in der Bahn. In unserem Fanclub ist dieser Brauer. Der ist ein Brauer. Und der ist auch ein Ort. Da gibt es nur ein paar Frauen. Fast jeder hat für uns ein Brauer. Was sagen wir? Ich hab nichts zum Sagen. Du bist nicht unwichtig. Wir können nichts sagen. Was? Ja, wir brauchen echt nichts zum Sagen. Nichts zum Sagen. Ich bin unser Fanclub. Hauptsächlich los. Darf sich auch noch was? Gehört sich dazu zu der Stärke aus Szene? Die Frau, die braucht vor, die Frau, die Frage. Im ausverkauften Hanapi-Stadion. Und der Hansi-Pohle, der Straßenbahner vor, der Hansi greift am Maßgebiet wieder auf den Ball. Das wird jetzt 3:3 unentschieden, dieses Match hat gewonnen. Wenn so ein Fan, ja, die was herumschreit, die freut sich über Tor oder so. Wenn Raffereien sind, ja, zahlen entweder die Schwächern oder die Frauen im drauf. Also ihr wollt keine Frauen bei einem Club? Nein, beim Fanclub sind es nicht, man, das sind unsere Freundinnen und... Was sagt ihr zum Beispiel zur Emanzipationsbewegung? Jetzt sind wir nicht bei, was drauf ist. Das ist echt ein Blödsinn. Ja, was ist der Blödsinn dabei? Ja, aber die wollen keine Männer, ja. Man, wir sind nicht bei einem wilden Volk bei den Amazonen oder was weiß ich. Man, die wollen alles für sich haben und keine Männer so, ja, dann sollen sie einmal zum Heer gehen, dann sollen sie einmal sowas miterleben. So, man, echt, das sind Tanzblöde wie mir, Hallo der Roche. Sind das genauso blöde Tanz, was die machen. Auf die Nacht, auf die Plakatwind, was ich. Gerne Zeichen da hinsprühen, das kann er jedes Kind, aber man, was ich, kann keiner da viel, dass sie leisten oder was sie, oder geistesgestört sind. Und was ich, das muss man unter den Hitler sowas nicht geben. Und auch die Konsequenz mit der Rapid. Wieder den Weg zur Spitze zurückeroberte. Niemals, die letzten 13 Jahre ausgenommen, mussten die Anhänger länger als 4-5 Jahre auf einen neuen Meistertitel warten. Dazwischen Cup-Erfolge, internationale Triumphe. Immer wieder Rapid, man kann es nicht bestreiten, Krisen hat es gegeben. Aber Rapid erholte sich immer wieder. Da waren doch die unangenehmen 20er Jahre, in denen Rapid gleich 5-mal nacheinander leer ausging. Im Jahre 1923 war Rapid Meister. Dann erst im Jahre 1929 wieder. Ein paar Jahre später wiederholte sich die Geschichte, 1930 Meister, dann Durststrecke bis 1935. 4 erfolglose Jahre, die den Rapid-Anhängern wie eine Ewigkeit vorkamen. Und dann, der Zweite Weltkrieg, nach dem Supertriumph und Gewinn der deutschen Meisterschaft mit einem 4:3 über Schalke 04 kamen die Erfolge nur. Noch zum Ortsrivalen Vienna. Doch schon 1946 war Rapid wieder an der Spitze. Bis 1968 brachten es die Hütteldorfer auf insgesamt 25 Titel, 10 davon nach Kriegsende. Als dann aber die von den Anhängern mit Recht erwarteten Erfolge ausblieben, von ein paar mageren Cup-Erfolgen abgesehen, kam die schwerste Zeit für die Grün-Weißen, 13 Jahre Mittelmäßigkeit, und zuletzt, im Herbst 1980, Drittvorletzter.
international in die Bedeutungslosigkeit versunken. Und dann das Frühlingserwachen 1981, mächtig und unaufhaltsam wie des Frühlingsgrün, das die Landschaft in eine Augenweide verwandelt, zog Rapid von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg. Plötzlich und während die dem Club nicht gut Gesinnten schon über das Jubiläum 15 Jahre warten auf den Titel witzelten, erhob sich Rapid zum gefürchtetsten Gegner in der Meisterschaft. Ja, das war früher mal. Da hat man es gebraucht, dafür Arbeitslose waren, die haben die Arbeit beschafft. Halt in der Rüstungsindustrie und so, und die Leute sind dann halt so draufgekommen, die haben sich gedacht, naja, jetzt ist eine Arbeit und so. Wenn jetzt sowas wiederkommen hätte, man die Leute hätten es genauso machen, weil die Leute nie gescheiter werden. Ich glaube, es wird sowas noch mal kommen. Es wird sicher noch mal kommen. Und was passiert dann mit euch? Ja, da gehen wir alle drauf. Das